war am Dienstag im Kino und habe mir den Film Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer angesehen. Und deshalb möchte ich für euch heute eine Filmkritik, eine Filmreview zu diesem Film machen. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer ist ein deutscher Film der Studios Babelsberg mit Dennis Gansel in der Regie. Geht 110 Minuten lang und ist ein Film für die ganze Familie, für groß und klein. Und wie sollen wir ihn nennen? Ich würde ihn Jim nennen. Lummerland ist vielleicht klein, aber es hat dieselben Probleme wie überall sonst. Wir müssen Emma abschaffen. Niemals! Wir fahren weg. Und ich komme mit! Das könnte gefährlich werden. Das macht nichts. Ich passe schon auf dich auf. Halt dich gut fest! Das muss Mandala sein. Wir sind zwei ausländische Lokomotivführer und würden gern den Kaiser sprechen. Folgt mir! Was meinst du, Jim? Sollen wir ihm folgen? Wo er uns so nett gefragt hat, klar. Hm. Prinzessin Lisi. Ich wurde von der Veden 13 entführt. Jemand muss doch die Prinzessin retten. Jim, halt dich fest! Lauf, Lukas! Ich will euch nichts tun! Ich heiße Turtur. Ich bin ein Scheinriese. Wer bist du? Ich bin Jim Knopf und ich bin hier, um Prinzessin Lisi zu retten. Jim Knopf, der Film hat mir als langjähriger Fan der Saga einige Freuden bereitet. Es war sehr schön, als Fan noch einmal 2018 jetzt in die Welt einzutauchen, jetzt als Realfilm, als Verfilmung mit menschlichen Charakteren, das noch einmal zu sehen. Aber der Film hat auch so seine Schwächen und Größen. Die Wertung des Films: ich habe diesen Film auf 75% gewertet, also 7,5 Punkten. Und damit ist dieser Film ein durchaus empfehlenswerter, aber auch leicht schwächerer Film. Ich muss sagen, im Gesamteindruck wirkt dieser Film sehr gelungen, sehr qualitativ hochwertig auf jeden Fall. Und der Qualität wird auch kein Abstrich gemacht, trotz deutscher Produktion. Ja, ein hervorragender Cast, großartige Sets und Locations, ist schön anzusehen und macht auch viel Spaß, das als Fan, als Real-Life-Verfilmung noch einmal anzusehen. Ich würde den Film aber als solchen nicht Leuten empfehlen, die sich mit der Saga oder mit der Story nicht wirklich zuvor auseinandergesetzt haben, diese Story neu reinstarten, für die das ganze Neuland ist. Ich würde diesen Film vor allem Leuten empfehlen, die halt wie ich in ihrer Kindheit mit den Geschichten aus Lummerland groß geworden sind, die Zeichentrickserie als Kind gesehen haben oder sogar noch besser die Augsburger Puppenkiste verfolgt haben oder das Buch gelesen haben. Solche Leute sollten sich diesen Film im Kino angucken. Für Leute, die bisher noch nichts von Jim Knopf und der Lummerland-Geschichte gehört haben,
denen würde ich empfehlen, diesen Film nicht als Einstieg zu benutzen, weil dafür halte ich den Film aus meiner subjektiven Meinung heraus für noch ein bisschen roh. Es gibt viele Stellen im Film, da fehlen einige Sachen und sind sogar ganz rausgeschnitten worden. Und ich als Fan sehe das und mir hat es auch wehgetan, das im Kino zu sehen. Dafür gibt es auch ein paar Punkte Abzug für mich bei diesem Film, weil er wirklich stellenweise Szenen rausschneidet und zum Ende hin sogar einen ganzen Batzen an Handlungssträngen weglässt und ja, das meiner Meinung nach ein bisschen auf eine leichtere Schulter nimmt, als er es hätte tun sollen. Ich würde es jedem empfehlen, sich diesen Film mal anzugucken. Keine Angst, keine Panik. Dieser Film wird auch noch auf DVD erscheinen und wahrscheinlich auch auf Blu-ray. Das heißt, wenn ihr euch bis jetzt noch nicht mit dieser Story, mit dieser Nummerland-Sage, mit diesem Stoff auseinandergesetzt habt, dann könnt ihr das noch nachholen. Da würde ich übrigens auch die sehr großartige Zeichentrickserie mit diesem sehr großartigen Intro-Song von den Prinzen empfehlen. Die habe ich als Kind sehr geliebt. Dadurch bin ich an Jim Knopf gekommen. Dadurch habe ich die Saga kennengelernt. Auch die Augsburger Puppenkiste nicht zu missachten. Und das Buch sollte man dann auch irgendwann mal lesen. Ich empfehle es, in folgender Reihenfolge zu tun. Den Film nämlich ganz am Ende hinzusetzen, sondern den nämlich erst dann zu gucken, wenn man sich mit der Sache auskennt. Also erst die Zeichentrickserie zu schauen, dann sich die Augsburger Puppenkiste reinzuziehen. Und dann gegebenenfalls den Film sich anzugucken und das Buch im Nachhinein zu lesen. So halte ich es für die richtige Reihenfolge. Kann natürlich jeder für sich entscheiden, wie er es will. Ich finde es bloß als Einstieg mangels mehrerer Szenen, die halt rausgeschnitten wurden. Ich halte es deshalb für keinen guten Anfang. Das meine spoilerfreie Kritik und Review zu dem Film. Ja, jetzt habe ich mit so schlechter Kritik das Ganze beendet. So schlecht war der Film gar nicht. Wie gesagt, insgesamt 7,5 Punkte. Durchaus sehenswert. Damit verabschiede ich mich und sage, das war's mit der Filmkritik zu Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer 2018 im Kino. Gehabt euch wohl und haut drinne.